Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hoffen, Ihnen so einen ersten Eindruck gegeben zu haben über das, was wir im Projekt Museum 4.0 geleistet haben und am Leisten sind. Da nach dieser ersten Runde freuen wir uns jetzt, dass mit Herrn Dorgalo unser Keynote-Vortrag kommen wird. Herr Dorgalo, der Generalintendant der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss, wird sprechen über die digitale Präsenz des Humboldt Forums als sein zweiter Standort. Bitte schön, Herr Dorgalo. Liebe Frau Hagedorn-Saupe, lieber Hermann Patzinger, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Computer sind absolut nutzlos. Sie können nur Antworten geben. Von wem ist dieses Zitat und von wann? Pablo Picasso 1946. Beides finde ich bemerkenswert. Einerseits hat offensichtlich Picasso das Potenzial des Computers eindeutig unterschätzt, andererseits offenbar aber verstanden, dass uns Computer zum einen nicht das gemeinschaftliche Denken abnehmen können und sollten und zum anderen physisch erlebbare Erfahrungs- und Denkräume in menschlichen Gesellschaften einen unersetzbaren Wert besitzen. Und ich glaube, das gilt bis heute. Das Humboldt-Forum ist unübersehbar ein solcher neuer, physisch erlebbarer Erfahrungs- und Denkraum, der hier gar nicht weit weg von der James-Simon-Galerie entsteht. Es ist ein Zukunftsort, ein realer Ort, ein Ort der Begegnung von Menschen, dessen Energien in digitale Zonen einsickern und der Impulse aus digitalen Welten aufnimmt. Als das Humboldt-Forum vor 18 Jahren vom Bundestag beschlossen wurde, da waren Computer schon allgegenwärtig, auch im Museum, wahrscheinlich da aber eher noch in der Verwaltung oder vielleicht schon in der Objekttatenbank. Digitale Vermittlung, digitale Formate und Anwendungen gehören heute, 18 Jahre später, klar zum Standardrepertoire von Kultureinrichtungen. Es wird erwartet, dass Museumsausstellungshäuser eben auch digital präsent sind. Welche Potenziale aber da drin liegen, in dieser Anwendung, in dieser Weiterentwicklung, ich glaube, das hat dieses Verbundprojekt in den vergangenen 4 Jahren ganz eindrucksvoll in verschiedensten Formen, in verschiedensten Überlegungen, Anwendungen und auch experimentellen Überlegungen gezeigt. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir zunächst über die Humboldt Forum Kultur GmbH unter Leitung von Lavinia Frey und jetzt als Stiftung Humboldt Forum schon dabei sein konnten. Was haben wir daraus erfahren, was für Impulse hat es für die Arbeit im Humboldt-Forum im Berliner Schloss bedeutet. Digital und analog kann man nur als Doppelhelix, als innige Verflechtung denken. Das eine funktioniert nicht ohne das andere und das gilt in besonderer Weise für das Humboldt-Forum und insofern sprechen wir von der digitalen Präsenz als dem zweiten Standbein des Humboldt-Forums. Wenn das so ist, dann hat das Konsequenzen für personelle und für finanzielle Ressourcen, dann hat das Effekte nach außen und nach innen. Wo diese liegen können, will ich hier kurz skizzieren, ohne jetzt im Einzelnen auf die vielfältigen Anwendungen im Humboldt-Forum im Einzelnen einzugehen. Wo liegen unmittelbare Potenziale der digitalen Präsenz als zweitem Standort für das Humboldt-Forum. Lassen Sie mich ein paar Beispiele aufführen, nicht abschließend und vielleicht auch in dem einen oder anderen Punkt nur zu kurz angeteasert. Denken wir an unsere Besucherinnen. Digitale Präsenz heißt Raumausweitung und Erweiterung der Zeit- und Aufmerksamkeitsökonomie. Es ist zum anderen auch eine Möglichkeit, diese digitale Präsenz dem Trend der Spezialisierung des Wissens entgegenzuwirken, es zu konterkarieren, es gegenläufig einer breiten Allgemeinheit zugänglich zu machen und damit zum Zusammenhalt in immer weiter auseinanderdriftenden
Gemeinschaften und Communities entgegenzuwirken. Digitale Präsenz ist ganz klar ein ungeheurer Wissensakkumulator und Wissensspeicher. Es wird die Einspeisung von Wissenszuwächsen ermöglicht aus ganz unterschiedlichen Quellen. Stetig wachsende und wechselnde Relationen werden möglich, wenn ich zum Beispiel alleine daran denke, wie indigenes Wissen, wie orale Traditionen zum Beispiel verfügbar gemacht werden können und dass das im Ergebnis ein stets erweiter und veränderbares, umfassenderes Bild erzeugen kann, in dem Wissenschaft, Gebrauch, Ästhetik und unterschiedlichste Formen der Wertbeimessung, der sozialen Kommunikation und der rituellen Praxis Verbindungen eingehen können. Wissensakkumulator, Wissensspeicher. Lerneffekt für alle Beteiligte, aktive, passive, User oder Producer, Forschende oder Praktizierende, gibt es im Herausfinden unterschiedlichster Zugangsmöglichkeiten, Lerneffekte in unterschiedlicher Breite und Tiefe, wachsende Communities können die Folge sein. Und mit maximaler Freiheit kann alles synästhetisch miteinander in Beziehung gesetzt werden, in vollkommen neuen intermedialen Räumen, die im realen physischen Raum undenkbar sind. Stellen Sie sich die Nofretete hier gleich nebenan mit einer Federkrone aus Mesoamerika vor. Inhalte und Vermittlung, Dinge und Objekte lassen sich untrennbar und vorranglos miteinander verbinden. Kommunikation wird über soziale und räumliche Distanzen hinweg möglich. Ein ganz besonders wichtiger Punkt für die Arbeit des Humboldt-Forums, wo es doch uns in besonderer Weise um die Zusammenarbeit mit Herkunftsgesellschaften weltweit geht. Provenienz, Transparenz, alles Themen. Ich könnte die Liste der positiven Aspekte der unmittelbaren Potenziale digitaler Präsenz weiter ausführen. In der Summe bedeutet es für das Humboldt-Forum, dass digitale Erfahrungsräume entstehen, dass Denken in Bewegung gesetzt wird, kulturelle Unterschiede verbunden werden und neue Gemeinschaften sich bilden. Und damit sind wir bei den Kernaufgaben beim Selbstverständnis des Humboldt-Forums. Was bedeutet das zum Beispiel dann für die digitale Strategie? Was muss sich daraus konsequenterweise ableiten lassen für die Arbeit im Humboldt-Forum? Und was ist das überhaupt, das Humboldt-Forum? Die hohe Komplexität in der Struktur und auch in den Programminhalten des Humboldt-Forums erfordert ein hohes Maß an vermittelnder, veranschaulichender Zugänglichkeit. Es wirken im Humboldt-Forum ja viele verschiedene Institutionen zusammen. Wir haben verschiedene Partner, auch Pächter im Haus. Das geht vom Museumsshop los bis zur Gastronomie. Alle haben ihre digitalen Angebote. Wie kriegen wir auch diese zusammen? Das Humboldt-Forum bringt Künste und Kulturen, Wissenschaften, Menschen, Communities und Perspektiven zusammen und versteht sich hier als eine Experimentierfläche. Das beginnt bei den vier Akteuren, den vier Partnern, die wir gemeinsam das Humboldt-Forum bilden und in diesem Humboldt-Forum präsent sind. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst, ebenso wie die Stiftung Stadtmuseum, die hier dauerhaft eine in Zusammenarbeit mit Kulturprojekte Berlin kuratierte Ausstellung präsentiert. Berlin global, die Humboldt-Universität mit ihrer Ausstellung Nach der Natur im Humboldt-Labor und unsere Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss. Gemeinsam geht es uns um drei Kernthemen. Es geht um die Brüder Humboldt, wobei es ganz klar nicht um die biografische oder hagiographische Annäherung an Alexander und Wilhelm von Humboldt geht, sondern um etwas, was wir mit den Humboldts heute verbinden: vernetztes globales Denken, die Zusammenhänge, die Abhängigkeiten von Natur und Kultur, von Mensch und Natur, von Ökonomie und Ökologie, von Ökonomie und sozialen Zusammenhängen zu erkennen und zu erklären, zu verstehen wollen, die Zusammenarbeit von Nord und Süd und Reich und Arm. Ebenso
wie die Geschichte des Ortes ein komplexes und schwieriges Thema ist. Das beginnt bei der Architektur des Humboldt-Forums und hängt mit Fragen zusammen, die uns dazu fragen lassen, wie gehen wir mit dem Erbe der Monarchie um oder mit dem Erbe der DDR, Stichwort Palast der Republik. Drittes Kernthema, ganz klar, Kolonialismus und Kolonialität. Kolonialismus als ein historisch dringend und in größerer Breite und Tiefe aufzuarbeitendes Thema deutscher, europäischer und globaler Geschichte. Kolonialität als die Erkenntnis, dass koloniale Praktiken und koloniale Konsequenzen bis heute andauern. Und in drei Programmsäulen ausgespielt heißt im Bereich von kulturellen Veranstaltungen als der einen Säule kulturelle wissenschaftliche Veranstaltungen ebenso wie Angebote in Bildung und Vermittlung. Und das heißt nicht nur im klassischen Sinne museumspädagogische Angebote und das dritte große Programmsegment Ausstellung und Museum. Wir sind aber dezidiert in unserem Selbstverständnis kein Museum, sondern als Humboldt-Forum ein Ort, der verschiedene Potenziale aus den einzelnen Akteuren und von den einzelnen Partnern zusammenbringt. Hier ist der digitale Raum eine Erweiterung des Forums in unserem Verständnis als soziale Plattform, als Informationstool, als Debattenaustragungsort, der die Möglichkeiten des Humboldt-Forums verstärkt und vergrößert, untereinander Akteure in ein Verhältnis bringt und miteinander, das heißt Besucherinnen, Interessierte und Partnerinnen, in Austausch kommen lässt. Die digitalen Angebote bieten hier Möglichkeiten, insbesondere auch die immateriellen Zeugnisse zu präsentieren und zu kontextualisieren, die im Humboldt-Forum eine große Rolle spielen werden, zum Beispiel in Form des Ton- und Lautarchivs der staatlichen Museen bzw. der Humboldt-Universität. Aber auch für die digitale Präsenz als dem zweiten Standbein gilt das, was für das erste Standbein gilt, nämlich für die Arbeit im Haus, im Humboldt-Forum unmittelbar, nämlich wir werden Humboldt-Forum. Wir sammeln Erfahrungen im Umgang miteinander, im Umgang mit Besucherinnen und Besuchern, hoffentlich alsbald im Haus, genauso wie wir Erfahrungen sammeln in der Anwendung und in der, jetzt gehe ich doch noch mal zurück, in der Anwendung und in der Wirkung von Dingen, die wir wie diesen Kosmografen, von dem ich hier ein paar Bilder gezeigt habe, seit langem vorbereiten. Eine zentrale große LED-Säule im zentralen Foyer des Humboldt-Forums, wo alle Akteure Informationen, Angebote ausspielen, wo Besucherinnen und Besucher, die in den ersten Jahren zumindest kostenfrei in dieses Haus hineinströmen können, animiert, informiert werden, wo sie Orientierung finden, wo Angebote aus allen Bereichen des Hauses digital ausgespielt werden. Wie das funktioniert, ob es angenommen wird, welche Bedürfnisse es befriedigt oder weckt, werden wir erst dann sehen, wenn wir mit Besucherinnen und Besuchern konkret und im Regelbetrieb in diesem Hause im nächsten Jahr unterwegs sein können. Wir werden Humboldt-Forum. Das heißt auch, unser digitaler Auftritt und unsere digitale Strategie werden sich weiterentwickeln müssen, werden wir lernen müssen. Und das heißt nicht nur in Abhängigkeit von technischen Entwicklungen, sondern auch eben in der Intensität der Nutzung, zum Beispiel durch unsere Besucherinnen und Besucher, aber auch durch unsere Partnerinnen und Partner. Das bedeutet, Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. Das ist übrigens ein großer Vorteil innerhalb des Verbundes, was ich von den beteiligten Kolleginnen und Kollegen hier bei uns in unserer Stiftung gehört habe. Ist das ein ganz wichtiger Aspekt dieser Verbundsarbeit, ebenso wichtig wie die Open Access und Open Code aller erarbeiteten Anwendungen und Untersuchungen. Dieses Prinzip ist ganz wichtig und deshalb freue ich mich auch sehr, dass diese Abschlusskonferenz jetzt einfach nochmal einen Überblick gibt, auch uns, um hier Erfahrungen miteinander zu teilen und Inspiration und Impulse für das Weitermachen zu bekommen. Denn ganz klar, auch wenn hier vieles schon
im Testbetrieb oder sogar schon im Regelbetrieb läuft. Es wird sich erst im Laufe der nächsten Jahre zeigen, wie diese ganzen vielen verschiedenen Anwendungen, die hier in diesem Verbund entstanden sind, tatsächlich sich in der Praxis dauerhaft bewähren, beziehungsweise wie sie weiterentwickelt werden müssen. Das ist aber immer wieder der Blick nach außen. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige, zentrale Botschaft, dass wir uns immer wieder klar machen, für wen machen wir das eigentlich, wer sind hier unsere Rezipienten, wer sind unsere Zielgruppen. Wir haben aber in der intensiven Vorbereitung des kulturellen Betriebs auch gemerkt, wie wichtig diese digitale Präsenz als zweites Standbein für unsere Arbeit nach innen ist, was das für unsere Arbeitsabläufe intern heißt, sowohl in der Stiftung Humboldt-Forum als auch in unserer Verantwortung, diesen Akteursverbund zu organisieren. Wir haben uns gemeinsam ein Leitbild gegeben und alleine, wenn man einmal kurz durch diese Leitbild Aspekte geht für das gemeinsame Arbeiten im Humboldt-Forum, sieht man, wo immer wieder sehr schnell die Bezüge zu digitaler Präsenz entstehen. Denn wir sind ja beim Humboldt-Forum nach wie vor in der Vorberichterstattung, aber in der internen Zusammenarbeit, in unserer Programmplanung, in unseren Arbeitsabläufen ist das schon massiv zu erkennen, welche Auswirkungen auch diese Verbundprojekte für unsere Zusammenarbeit haben. Gemeinsames Arbeiten, gemeinsam und eigenständig, gemeinsam arbeiten und eigenständig bleiben, ist zum Beispiel so ein Grundsatz in diesem Leitbild. Digitale Strukturen schaffen, die gemeinsames Arbeiten und Zusammenwachsen fördern, ist ein großes Thema. Ich muss dann aber auch mal ganz klar sagen, das reicht ein bisschen zu Fragen der Beteiligung von Personalvertretungen, wenn es darum geht, doch sehr unterschiedliche Partner zusammenzubringen. Zugleich können aber eben auch ganz eigenständige Plattformen, die schon bereits existieren, miteinander verlinkt werden oder etwas Gemeinsames geschaffen werden, wie zum Beispiel etwas, was außerhalb von Museum 4.0 durch eine gesonderte Förderung von BKM möglich wurde, nämlich alle Objekte, die im Humboldt-Forum ab dem nächsten Jahr in Phasen zugänglich sein werden, auch online verfügbar zu machen, in einem gemeinsamen Angebot, Sammlung online für das Humboldt-Forum. Ich zeige hier im Einzelnen Screenshots, Sie sind hier Expertinnen und Experten und werden selber sehr schnell sich erschließen können, wie diese Sammlung online für Besucherinnen und Besucher funktionieren wird, ohne dass ich sie da jetzt im Einzelnen durchführe. Zu der ganzen Frage unseres Leitbilds gehört eben auch die Anerkennung und auch die positive Bewertung von der Vielheit von Positionen und Perspektiven. Und das fängt bei den Partnerinnen und Partnern an und geht natürlich auch in der Frage unseres Programms oder gilt für die Frage unseres Programms, wie können wir die Vielheit der Positionen und Perspektiven deutlich machen, zum Beispiel in Object Talks, in Diskussionsforen, wie können Kommentarfunktionen in Sammlung online oder im Visitor Guide eingesetzt werden, wie können Nutzer ihre Rezeption von Objekten teilen. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe, die durch diese digitale Präsenz, durch die verschiedenen digitalen Angebote immer wieder ermöglicht wird und auch selber befragt, inwieweit wir in musealen Präsentationen oder in unseren Vermittlungsangeboten oder auch schon in der Frage der technischen Lösungen eine Vielheit von Positionen und Perspektiven nicht nur zulassen, sondern gezielt einfordern. Raum für Kontroversen. Wenn es einen Raum für Kontroversen gibt oder einen Ort, an dem sich Kontroversen bündeln, dann denke ich jedenfalls immer sofort gleich an das Humboldt-Forum und nicht nur an die Architektur. Aber in unserem Leitbild, in unserem Selbstverständnis geht es darum, Kontroversen inhaltlich auszufüllen, inhaltlich auch zu führen, dafür digitale Räume zu schaffen, um verschiedene Perspektiven so einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Gucken Sie zum Beispiel auf unsere Website, da gibt es digitale Dossiers zu so kontrovers diskutierten Themen wie Kuppel und Kreuz. Mit Kolonialismus und Kolonialität wird es weitergehen. Und das ermöglicht zum Beispiel die Einbeziehung von Aktivistinnen
und Gruppen, die aus grundsätzlichen Erwägungen heraus so kontrovers dem Humboldt-Forum gegenüber eingestellt sind, dass sie dort nicht hineinkommen wollen oder noch nicht hineinkommen wollen. Digitale Räume sind Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen, verschiedene Formen von des Austragens und auch des Aushaltens von Kontroversen, und ich sage ganz bewusst Kontroversen und nicht nur unterschiedlichen Positionen, wie wir dieses in Veranstaltungsformate umsetzen, um diese Kontroversen auch nutzbar zu machen für Weiterdenken, für auch vielleicht Annäherung und Zusammenbringen von Positionen, das werden wir sehen. Es hat sich auf jeden Fall schon gezeigt, dass es das eine besonders starke Steuerung und Moderation benötigt. Teilhabe als Prinzip, ganz klar, Corona ist der große Treiber für digitale Angebote, die einen zeit- und ortsunabhängigen Besuch für fast jeden ermöglichen. Klar können in digitaler Präsenz auch Medien, Objekte, Dinge gezeigt werden, die sonst in Ausstellungen nicht gezeigt werden. Das Senckenberg-Beispiel war ja da gerade ein ganz berührender Fall für, die im Depot bleiben. Das gilt im Übrigen auch für die ethnologischen Sammlungen, die nur einen sehr kleinen Teil dauerhaft präsentieren können im Humboldt-Forum, und der größte Teil wird in den Depots im Forschungscampus Dahlem verbleiben. Restauratorische Gründe können dagegen sprechen, Dinge zu zeigen, die trotzdem digital zugänglich gemacht werden. Auch für das Thema Barrierefreiheit sind digitale Angebote entscheidend, Teilhabe als Prinzip auch in dieser Form eine wichtige Möglichkeit. Und natürlich geht es um digitale Angebote, um Gruppen zu erreichen, die sich nicht für einen Museumsbesuch interessieren, die vielleicht auch gar nicht vorhaben zu kommen und trotzdem an den Angeboten partizipieren können, oder die, wenn ich zum Beispiel an unsere Bemühungen mit Partnern weltweit zusammenzuarbeiten denke, gar nicht kommen können, weil sie die ökonomischen Voraussetzungen nicht haben oder weil unsere Visapolitik in der EU viel zu strikt ist. Also auch da ist Teilhabe durch digitale Angebote möglich. Letzter Punkt, Versuchsgeist. Das Humboldt-Forum versteht sich als ein Ort, in dem wir Dinge einfach ausprobieren, und dazu gehört natürlich in besonderer Weise auch die digitale Präsenz. Das ist ein Versuchsraum für neue Formate, wie bei den Object Talk beim Museum 4.0, aber auch wenn ich an solche Dinge denke wie das Instrument, wo wir die archivierten Töne im Lautarchiv zum Teil noch auf Wachswalze, noch gar nicht digitalisiert, mit den Möglichkeiten von KI zusammenbringen, um sehen, wie Künstlerinnen und Künstler das Archivmaterial, das Lautarchiv mit Hilfe von KI in anderer Weise erschließen und das Instrument ein selbstlernendes Medium wird, aus dem Stätzen dieses Archivs etwas entsteht, was wir vielleicht steuern können, was wir ausspielen können, was aber auch hoffentlich ganz neue Zugänglichkeiten, eine neue Form des Zuhörens und des Verstehens dieser Aufnahmen ermöglicht. Versuchsgeist heißt auch, Sammlungen zusammenzubringen, die physisch getrennt sind. Das ganze Thema digitale Restitution ist gerade für den Bereich der ethnologischen Sammlungen ein ganz wichtiges und spannendes Thema. Es werden also hier auch viele Dinge ausprobiert und versucht werden können in Zusammenarbeit mit Communities. Aber bei all diesen positiven Dingen, und ich habe mich bemüht, Ihnen jetzt in einer Annäherung und in einem Überblick deutlich zu machen, wo wir überall die Chancen dafür sehen, dass die digitale Präsenz das zweite Standbein des Humboldt-Forums ist, muss man sich irgendwann ja auch fragen, wo liegen eigentlich die Nachteile, wo liegen die Risiken? Wo viele Chancen sind, gibt es diese in der Regel ja auch. Ich will nur einen Aspekt aufrufen, der mir in dem Zusammenhang wichtig ist, denn ganz klar, genauso wie das Humboldt-Forum als analoger Ort eine hohe Aufmerksamkeit braucht, zahlreiche finanzielle und personelle Ressourcen benötigt, um zu funktionieren, gilt das Gleiche ja auch für die digitale Präsenz. Digitale Plattformen genießen ein hohes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit und sind zugleich von hohem Aufwand und binden Kapazitäten, finanzielle, personelle, technische Ressourcen, Zeit, das Aufsetzen, die Pflege, das Betreiben, Auswertung, Kommunikation, und wir alle kennen und haben Apps, die wir nicht entsprechend nutzen.
Bei allen positiven Effekten und eindeutigen Pro-Argumenten ist zum Beispiel für mich die Frage nach der Nachhaltigkeit zunehmend dringender. Und ich glaube, sie müssen auch Teil der digitalen Strategie sein. Denn ganz klar, die Konsequenzen kennen wir. Faktor Energieverbrauch, Datenmengenproduktion, die als Informationsmasse in Form von Bits weltweit exponentiell ansteigt, Datenmüllproduktion, aber auch erschwerte Zugänglichkeiten, erschwerte Zugänge für ältere Menschen. Ich fand das bei den Filmen schon ganz interessant zu sehen. Also da braucht man schon eine digital geschulte Aufmerksamkeitsspanne, um diese Informationsdichte wahrzunehmen, um es schlichtweg auch lesen zu können. Kinder, sozial benachteiligte Menschen mit Behinderungen, was bedeutet diese grandiose Welt mit ihren Möglichkeiten und Chancen der digitalen Präsenz unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit? Vielleicht ist ja Museum 5.0, Frau Hagedorn-Sorpe, dann ein Ort, sich auch damit intensiver zu befassen, wie wir zum Beispiel auch nachhaltige Angebote machen, die wir auch als Institutionen und wir alle, die wir Verantwortung tragen für Haushalte und Stellenpläne, wissen, was damit gemeint ist, die wir auch als Institution die Verantwortung haben, diese Möglichkeiten nicht nur zu benennen, nicht nur experimentell und mal projektgefördert zu erschließen, sondern dauerhaft in den Häusern und für unsere Republika vorzuhalten. Das Humboldt-Forum ist ab 17. Dezember, 10 Uhr, ein Ort, in dem wir vor dieser Herausforderung stehen, beides zu tun, beides zu erschließen, beides zu öffnen, nämlich sowohl die digitale Präsenz als auch diesen neuen Ort in der Mitte Berlins. Wir können leider kein großes Fest für alle feiern, aber Sie können digital auch bei einer sehr, sehr, sehr viel kleineren Eröffnung als gedacht und gewünscht mit dabei sein. Und ich hoffe, dass Sie dann auch beide diesen Standort in beiderlei Form erleben werden, nämlich sowohl analog als auch digital. Danke fürs Zuhören.